Die Börsen stehen womöglich vor einer Zerreißprobe. In Europa finden im Jahre 2017 gleich mehrere richtungsweisende Wahlen statt. In Großbritannien wird möglicherweise schon bald der Brexit vollzogen. Und die Frage ist, wie geht es mit der Zinswende, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, weiter? Ein explosives Gemisch womöglich. Und das wollen wir besprechen mit Dr. Rainer Kriegelmeier. Er ist Vorstand der Bankhaus Herzog Park AG. Herzlichen Dank für Ihren Besuch hier beim ETP-Infoabend in München. Ja, würde ich doch sagen, fangen wir direkt mit dem aktuellen Thema an. Präsidentschaftswahlkampf ist beendet. Hillary Clinton hat verloren. Donald Trump wird der 45. US-Präsident. Herr Dr. Kriegelmeier, wie bewerten Sie denn die Reaktion an den Märkten? Also ich denke mal, die Reaktion hat uns in Europa mehr überrascht als in den USA. Möglicherweise war die Darstellung dieses ganzen Themas in Europa etwas anders als die Darstellung in den USA. Die Börsen haben heute schwach eröffnet zunächst. Es kam rüber von Asien bis nach Deutschland. Im Verlauf des Tages sind die Börsen wieder gestiegen. Was könnte denn der Grund gewesen sein? Man muss auch dazu sagen, dass wir letzte Woche schon erhebliche Rückschläge an den Börsen hatten. Allein durch die E-Mail-Affäre von der Hillary Clinton, dann sind die Chancen für den Donald Trump natürlich gestiegen. Die Anleger, die Angst hatten, dass Donald Trump wirklich die Wahl gewinnt, sind wahrscheinlich letzte Woche schon ausgestiegen. Die waren draußen und die gesagt haben, das sitzen wir aus, sind drin geblieben, deswegen war die Reaktion heute sehr, sehr verhalten und zum Schluss sind wir sogar ins Plus gedreht. Also da spielen Emotionen natürlich eine große Rolle, ähnlich wie auch beispielsweise am Brexit-Freitag Ende Juni. Aber ist das nicht ein großer Fehler, dass die Emotionen oft bei den Anlegern reagieren und regieren? Das ist schon richtig. Wenn man an solchen Tagen irgendwas macht und panikartig macht, hat die Vergangenheit gezeigt, dass es meistens falsch war. Man hat Kosten verursacht, man ist nachher zu höheren Kursen wieder reingegangen. Gleichzeitig haben die Anleger aber dazugelernt. Also ich nenne es mal, die Anleger sind stressresistenter geworden. Wir haben ja in diesem Jahr die dritte Krisensituation mittlerweile, wenn man sich den Januar und den Februar anschaut, mit den erheblichen Turbulenzen, Einbrüchen, teilweise die Börse über mehrere Tage geschlossen in China. Dann kam der Brexit. Beim Brexit hat der DAX 10% später niedriger eröffnet. An diesem Tag hat dann wenige Tage später wieder ins Plus gedreht. Und jetzt die dritte Krise. Die Anleger waren heute sehr, sehr entspannt. Das kann ich nur von meinen Kunden sagen. Wir hatten Anrufe, wir haben kurze Gespräche gehabt, aber es hat keiner negativ reagiert. Apropos USA, bleiben wir doch gleich auch noch dabei. Da gab es ja die Tendenz und auch die Prognose, dass im Dezember 2016 nun der zweite Zinsschritt nach oben vollzogen wird, nach dem ersten Zinsschritt im Dezember des Jahres 2015. In Europa sollen die Zinsen, glaubt man Mario Draghi, noch eine ganze Weile niedrig bleiben. Das würde bedeuten, dass die Zinskurven etwas auseinanderlaufen. Was bedeutet dieser Schritt, diese Maßnahme für die Börse? Also wir haben das ja schon die letzten zwei Jahre beobachtet, dass in Amerika die Zinsen langsam wieder steigen, in Europa im Gegenteil noch weiter runtergehen, dass die EZB weiter die Geldhähne aufdreht. Die FED hat ja letztes Jahr im Dezember schon den ersten Zinsschritt getan. Sie hat keinen weiteren Zinsschritt bisher realisiert in dem Jahr. Das hat eher sogar eine leicht negative Wirkung gehabt, weil die Leute natürlich verunsichert sind, wann kommt der Zinsschritt. Oft ist es besser, die Entscheidung zu treffen, auch wenn steigende Zinsen für die Börse nicht so gut sind, als eine Entscheidung bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zu vertagen. Also man kann nur für die Märkte hoffen, dass im Dezember der moderate Zinsschritt kommt, der schon eingepreist ist, von den fundamentalen Daten, Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit, Inflation, wäre dieser Zinsschritt in den USA durchaus gerechtfertigt. Anders ist es, wenn die Entwicklung durch den Wahlsieg von Trump jetzt in den nächsten Wochen diametral anders läuft. Unserer Meinung nach ist das nicht zu erwarten. Und deswegen erwarten wir diesen Zinsschritt. Der Zinsschritt wird aber keine Auswirkungen auf die Börse haben, weil er in den Rentenmärkten in Amerika eingepreist ist. In Deutschland rechnen wir nicht mit dem Zinsschritt. Da muss man schauen im Dezember, was der Draghi macht mit seinem Anleihenkaufprogramm, ob er das Anleihenkaufprogramm verlängert. Also auch davon gehen wir aus. Das können sich die südeuropäischen Länder gar nicht leisten, dass die Zinsen hochgehen. Deswegen glauben wir, dass in Europa die Zinslandschaft noch lange, lange flach bleibt. Fakt ist, Herr Dr. Kriegelmeier, dass die Zinsen eine ganze Weile noch niedrig bleiben werden. Diese Erwartung haben Sie ja gerade eben auch schon geäußert. Und da gibt es natürlich sehr viele, die sagen, also da helfen jetzt nur noch Aktien oder auch Aktienfonds, um langfristig eine ordentliche Rendite fürs Depot zu ermöglichen. Wie sehen Sie das? Ein richtiger Weg? Ja,
Ja, natürlich haben Aktien Schwankungen. Das Festgeldkonto schwankt in der Regel nicht. Man sollte mehrere Dinge dabei berücksichtigen. Also Nullzins heißt ja nicht unbedingt null reale Rendite. Wir haben auch keine Preissteigerung. Wenn Sie 3% Zinsen am Festgeld kriegen, haben 3% Inflation und Sie müssen den Zins noch versteuern, ist das wahrscheinlich eine schlechtere Situation als die, die wir jetzt haben, ohne jeglichen Zins. Dann sollte man berücksichtigen, wenn man in Aktien geht, den Anlagehorizont. Wenn gute Werte ausgewählt werden und man hat einen langen Anlagehorizont, ist das Risiko auch überschaubar und man sollte sich nicht nervös machen lassen, jeden Tag auf die Kurse schauen und überreagieren, wenn es mal zu solchen Situationen kommt, wie die US-Wahl. Diese Überreaktionen wären sehr, sehr kontraproduktiv für den langfristigen Anlageerfolg. Aber letztendlich muss es jeder Anleger für sich selbst entscheiden. Am Ende des Tages ist es besser, der Anleger schläft ruhig und verzichtet auf Zinsen als umgekehrt. Wie lautet Ihr Fazit nun mit Blick auf 2017? Was sind für Sie als Bankhaus die größten Herausforderungen, auch das Geld Ihrer Kunden zu erhalten und natürlich auch zu mehren? Ja, der niedrige Zins spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und gerade bei Kunden, die ihr Geld für die Altersvorsorge anlegen und nur einen gewissen Betrag jährlich sparen können, ist die Rendite entscheidend für das Ergebnis, das nach 10, 20, 30 Jahren rauskommt. Und da muss man sich trotz des niedrigen Zinses jetzt überlegen, was tut man, welche Risiken geht man ein, wo kann man noch einige Basispunkte oder einige Prozent Zinsen erreichen, wo habe ich Dividendeneinkünfte und für jeden Kunden individuell einen Anlagemix zur Verfügung stellen, den er auch nervlich verkraftet. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg dabei, dass in der Tat immer jeder Schritt verkraftbar ist für Sie und auch für Ihre Kunden. Das war Dr. Rainer Kriegelmeier, Vorstand der Bankhaus Herzogpark AG, hier auf dem ETP-Infoabend in München. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Bitte, gern geschehen.